Wie du in Assassin's Creed Valhalla jeden, und ich meine wirklich jeden Gegner besiegen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du Bock auf noch mehr hilfreichen AC-Content hast, dann kannst du auf jeden Fall ein Abo dalassen und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Video. Und zwar gehen wir dafür einmal in unser Fertigkeitsmenü rein und auf der linken Seite einmal hier ist der Skill dem Tod von der Schippe springen. Mit diesem Skill können wir die Zeit verlangsamen, wenn wir im richtigen Moment ausweichen. Das ermöglicht uns dann, dass wir einfach ein, zwei oder auch teilweise drei Hits beim Gegner landen können. Je nachdem, gegen welchen wir kämpfen. Und so können wir eben Schaden machen und unsere Adrenalinpunkte wieder auffüllen, was halt mega gut ist, weil so können wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Wenn ihr hier oben lang skillt, über den Nahkampfpfad, dann braucht ihr 16 Punkte. Und wenn ihr hier unten lang geht, über den Rabenpfad, dann braucht ihr 17 Skillpunkte. Und dass das Ganze wirklich funktioniert, gucken wir uns jetzt mal in der Praxis an. Und es ist wirklich völlig egal, ob ihr gegen einen Eiferer kämpft, ob ihr gegen eine Drude kämpft, ob ihr gegen einen Dränger kämpft, ein Eifertier. Jeder x-beliebige Gegner in diesem Spiel ist damit besiegbar. Denn ihr weicht einfach im richtigen Moment aus. Natürlich, das muss man auch ein bisschen üben, aber das geht relativ schnell, dass man das raus hat und wirklich jedes Mal im richtigen Moment ausweicht. Und wenn ihr dann im richtigen Moment ausgewichen seid, dann könnt ihr einfach 2 bis 3 Hits bei eurem Gegner machen, je nachdem, welcher Gegner es eben ist. Ihr müsst natürlich immer noch so ein bisschen die Angriffe des Gegners kennen. Das ist völlig klar, aber wenn ihr die kennt, dann könnt ihr ihn einfach mega gut outplayen. Für mich ist es einfach der beste Skill in dem Spiel. Und dadurch, dass sich eure Adrenalinanzeige also auch wieder mit auffüllt, weil ihr eben die Hits macht und eigentlich auch nicht getroffen werdet, wenn ihr es richtig macht, könnt ihr eure Fähigkeiten einsetzen und könnt euch so wieder einen Vorteil verschaffen. Das ist beispielsweise gegen die Druden mega hilfreich gewesen, denn so konnte ich sie immer wieder mit dem Hakenspeer aufspießen, ranziehen und noch meine Hits machen und zusätzlich Schaden machen. Und ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht, wie man richtig pariert und der Vorteil hierbei ist ganz klar, dass ihr nicht so krass das perfekte Timing haben müsst. Beim Parieren kommt es wirklich darauf an, dass ihr perfekt timet und somit den Angriff dann blocken könnt und beim Ausweichen ist es so, selbst wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft, dann habt ihr noch einen zweiten und meistens auch noch einen dritten Versuch, bis eure Ausdauer dann eben leer ist. Das heißt also, beim Parieren, wenn ihr es da nicht richtig schafft, dann nehmt ihr Schaden, ihr verliert Adrenalin und beim Ausweichen ist es so, ihr weicht ja trotzdem aus. Wenn ihr also etwas zu früh oder ein bisschen zu spät ausweicht, dann weicht ihr ja trotzdem aus und nehmt dann einfach keinen Schaden und verliert auch keine Adrenalinpunkte, was sehr, sehr gut ist. Und es ist wirklich so, dass jeder Gegner, den ihr im Spiel habt, ein weiterer Trainingspartner ist quasi für euch. Also das heißt, mit jedem Gegner perfektioniert ihr eigentlich diesen Skill und könnt mega gut gegen sämtliche Gegner ankommen. Alle Videos, wo ich diesen Skill auch empfohlen habe, verlinke ich euch nochmal mit in den Kommentaren. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn so hilfst du dem Kanal weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.